Du? Jo? Auf deinem YouTube-Kanal passiert jetzt schon länger nichts. Naja, ich bringe eh regelmäßig Albumvorstellungen von österreichischen Underground-Bands und live-mäßig tut sich halt zurzeit nicht recht viel. Ja, aber ich meine ja die Videos, wo du über Rock und Metal quatschst. Stimmt, da hat es jetzt schon länger nichts mehr gegeben. Ja, servus, grüß euch, gute Frage. Was könnt ihr auf meinem Kanal eigentlich nur so bringen? Wie gesagt, Corona-Krise nach wie vor hat die komplette Live-Szene zerstört. Kann ich also nicht mit meiner Kamera auf irgendwelchen Events herumlaufen und die Live-Action einfangen. Albumvorstellungen rennen ganz gut auf meinem Kanal da. Also habe ich schon inzwischen schon Dutzende österreichische Bands auch vorgestellt. Das macht Spaß. Aber ja, so diese typischen Quatsch-Videos, wo ich über Rock und Metal rede, die sind wirklich zu kurz gekommen in letzter Zeit, weil ich mir ein bisschen schwer tue, über Themen zu reden. Ich bin ja drauf gekommen, wir relativ schnell negativ und du ranten über irgendwelche Sachen, die mir nicht taugen, und das will ich eigentlich nicht. Da muss ich mir ein bisschen an Research machen, was so meine YouTuber-Kollegen eigentlich also für Videos machen. Vielleicht finde ich da Inspiration für ein neues Thema. Gut, schauen wir mal zum Tod gehört. Jo, Creator Unboxings, Metal Vlogs, Metal History, Interviews, Kalenderblatt, welche Alben erscheinen an welchen Jahrestagen. Metal Vlogs ist eigentlich so das Standardrepertoire. Metal History, ich weiß nicht, da kenne ich mich eigentlich viel zu wenig aus, als dass ich da großartig über History reden würde, aber ja, behalten wir es mal im Hinterkopf. Dann schauen wir mal weiter zum Gore-Minister. Jo, Reviews, Retro-Tour-Diary-Action-Figuren, Q&A, Q&A, ich glaube, das interessiert keinen bei mir. Außerdem, ich gebe eh schon so viel von mir preis, also da gibt es eh nichts mehr zu wissen. Okay, Bier und Suff natürlich, trotz Corona-Zeiten und neuerdings zerschneidet er auch Lebensmittel. Jo, aber keine Durch-die-Nacht-Folgen mehr. Klar, man kann nicht wirklich viel Furtke derzeit. Schauen wir mal zu einem Profi, nämlich zu Moshpit Passion. Schallplatten, Kassettenfeatures, Vinylsammlung. Schaut bei mir schlecht aus. Creator, Unboxing wieder und Bandinterviews. Na, das ist alles nichts, was ich so richtig jetzt gerade Lust und Bock drauf habe. Dann schauen wir wieder mal rüber zum Parabelritter, was der so treibt in letzter Zeit. Jo, Meinungsvideos, freie Schnauze, Kommentare zu aktuellen Geschehnissen, Rockstar-Features, Rammstein, Marilyn Manson und Top-Metalcore-Bands. Ist jetzt auch nicht wirklich was, wo ich recht viel Lust drauf habe. Gut, dann schauen wir zum österreichischen Kollegen von Flo's Metal World. Minecraft baut ein Festival, okay, so kann man natürlich die Krise auch bewältigen. Reaction-Videos, also das mit den Reaction-Videos scheint jetzt gerade so ein bisschen umzugreifen. Ja, dann schauen wir mal weiter zum Dark Siffler, Metal Podcasts, Reaction und Top-Listen. Interessant. Und schauen wir nur zum Krachmucker TV. Ein Metal-Motivationsvideo. Ja, Label-Vorstellungen. Eher nicht so meins. Klassiker-Huldigungen. Top-Listen von klassischen Bands und ganz viel Nostalgie, klassische Alben, Nostalgie und so weiter. Was ist mir jetzt von den Kollegen so ein bisschen hängen geblieben? Was würde mich interessieren? Reaction-Videos? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob mir das liegt, ob ich da unterhaltsam genug bin oder ob ich da überhaupt irgendwas Vernünftiges damit anstellen könnte. Top-Listen.
Warum nicht? Habe ich auch ganz selten gemacht bisher. Aber ja, ich kenne mich halt viel zu wenig aus, als dass ich da umfassende, riesige Listen machen könnte. Aber ja, wer weiß. Und Metal, Klassiker, Nostalgie. Ich glaube, das ist was ich am interessantesten finde. So über die guten alten Zeiten reden, über Alben und Bands, die ich in meiner Jugend gehört habe, die mich bewegt haben. Vielleicht sowas in die Richtung. Keine Ahnung, ob euch das da draußen auch interessiert. Aber warte mal, ich habe da eine Idee. Ich habe selber schon mal ein Video zu einem nostalgischen Album gemacht und wenn ich mich nicht ganz täusche, war das zu Halloween 2017. Moment, das suche ich. Ich schaue mal auf meinem Kanal da. Ja, Moment, wo war das? Da ist es! Halloween Keeper of the Seven Keys Part 1, nostalgische Albumvorstellung vom Oktober 2017. Da war ich gerade ganz frisch im Metal-YouTube und ich traue mir das Video eigentlich nicht wirklich anschauen, weil ich meine Videos von damals schrecklich finde. Ich habe teilweise, und ja, jetzt kommt die peinliche Beichte, ich habe damals viele Videos nur mit einem Teleprompter gemacht, mit vorgefertigten Texten. Das war sehr hölzern und sehr unnatürlich, deswegen traue ich mich da gar nicht mehr reinschauen. Aber vielleicht ist ja das eine ganz gute Gelegenheit, Reaction mit klassischer Nostalgie zu verbinden, weil ich werde jetzt einfach ein Reaction-Video machen auf meine klassische Albumvorstellung. Und ich hoffe, dass ich dieses Cringe-Fest überstehen werde. Los geht's! Da werden wir, ihr seht da drüben den dreieinhalb Jahre jüngeren Humaldo, eine Ewigkeit. Dann schauen wir einfach einmal rein, was ich aufgehört habe damals zu Halloween 2017. Servus, grüß euch. Heute ist Halloween und was würde sich da besser anbieten als ein Video über... Alter, was mache ich da für Grimassen und warum ist mein... da habe ich nur den alten Text gehabt. Halloween, also die... Metal Gaming Nerd, was war das für eine depperte Idee? Band Halloween. Heute rede ich nämlich über Keeper of the Seven Keys Part 1. Das ist das zweite Album. Alter, man merkt richtig, dass ich da den vorbereiteten Text runterlese. Und warum zur Hölle habe ich meine Haare zusammengebunden? Mein Musikgeschmack hätte sich vielleicht in eine ganz andere Richtung weiterentwickelt, wenn ich das Album damals Ende der 80er nicht entdeckt hätte. Ich meine, vielleicht fällt es euch da draußen nicht so aus, aber dadurch, dass ich weiß, dass das runtergelesen ist, merke ich natürlich die Fixierung und das ist alles so unnatürlich. Humaldo, Natürlichkeit! Generell kehren Halloween zu meinen absoluten Lieblingsbands. Zumindest bis zum 9. Studioalbum The Dark Ride aus dem Jahr 2000. Danach ist... Aber egal, um das zu Zeit nicht geht. Heute geht's um... Super natürlich! Nicht einstudiert! Keep of the Seven Keys Part 1 und starten wir gleich mal los. Im Hintergrund hört man eh schon Initiation. Das ist das Intro CD, das dann nahtlos sein Track I'm Alive übergeht. Da muss ich jetzt natürlich mein Vorschaubild ein bisschen auf die Seite schieben, weil sonst sieht man mich natürlich nicht beim Bängen da, hörst. Besser, dass der Humaldo nicht den anderen Humaldo überdeckt und so schauen wir uns mal, was ich da so live performe. Der Song ist quasi das Debüt vom Stimmwunder Michael Kiske, an der berühmtesten und legendärsten Metal-Sänger überhaupt. Das war irgendwie ganz witzig. Warum habe ich die Haare zu? Warum bitte habe ich beim Shaken die Haare zu gehabt da alles? Ach. Halloween-Solos, also schnelle, sehr melodische Solos, die Halloween damals so ein bisschen den Ruf eingebracht haben, dass sie Kindermelodie-Metal spielen. Kindermelodie-Metal! Da muss ich ja mitbängen. Schön, insgesamt schön. Könnte man sagen, Halloween sind quasi Iron Maiden auf Steroiden. Ja, komisch, ich muss mit diesem Herrn völlig übereinstimmen. Der ist ein guter Mann. Habe ich da wirklich das komplette Album durchgehört? Das geht sich von der Länge her gar nicht aus erst. Little Time ist verglichen mit den anderen Liedern schon fast eine Mid-Temp-Nummer, wo der Michi Kiske beeindruckend seine stimmliche Bandbreite. Alter, habe ich damals auch diese Zwischendinger gescriptet gehabt? Moment, wenn ich die Untertitel einschalte, müsst ihr das gleich sehen? Ja, wahrscheinlich.
Eine ziemliche Bandbreite, sagt. Der Vorteil am Skripten ist natürlich, dass man dann eins zu eins die Untertitel einfach auf YouTube reinkopieren kann. Wenn ich den Text gewusst hätte, hätte ich sogar mitsehen können, aber ja, Spoiler, ich kann ihn heute noch nicht. Aber ja, deswegen steht er ja da nebenbei eingeblendet. Dass es Halloween auch ein bisschen progressiver können, beweisen sie mit dem Solo und dem sehr atmosphärischen Zwischenteil. Ah, oh, fuck. Wie sperrig war das? Es ist so schräg, diese alten Sachen aus heutiger Sicht zu sehen. Naja, vielleicht findet ihr das alte geiler und findet es mir heute scheiße. Keine Ahnung, runden in die Kommentare rein damit. Der nächste Track, Twilight of the Gods, ist hingegen wieder ein typisches Halloween-Hochgeschwindigkeits-Kinderlied. Hochgeschwindigkeits-Kinderlied. Hey, I'm Katy Perry, this is my new song. Ich krieg da immer noch Gänsehaut. Das ist absolut ein Lied für Halloween. A Tale That Wasn't Right ist hingegen eine typische, kitschige Power-Ballade, bei der daher Kieske Herzog die Tiefenregister beherrscht. Ich konnte meinen Text mitreden. Oder auch nicht. Geile Nummer. Obwohl es eine Ballade ist. Die meisten Metal-Balladen gehen mir zwar eher auf den Nerven, ja, wie aber gesagt, ist richtig, richtig gut. Es trifft wahrscheinlich so gar meinen speziellen Kitschen-Nerv ziemlich genau. Ja, aber jetzt ist das wieder gut. Oh fuck, dieses Solo! Also, Zwischenfazit, es ist gar nicht so cringig wie eigentlich gedacht. Aber Mario hat es gar nicht so schlecht gemacht dafür, dass er erst frisch gebackener Metal-YouTuber war damals. Und Kindermelodie Solo, let's go! Was war denn das jetzt bitte für ein Scheiß? Kindermelodie Solo, let's go! Ja, ich liebe diese Solos. Jo, und somit waren wir schon beim Titeltrack des Albums. Halloween, aber nicht mit einem E wie die Band, sondern mit einem A wie das Event. Das heute gerade ist. Geistreicher Humaldo. Der Song dauert 13 Minuten und ist ein unglaublich geniales Riffgewitter, das zu keiner Sekunde langweilig wird. Masquerade! Ja. Aber die 13 Minuten skippen wir jetzt. Weg. Und somit waren wir auch schon beim Outro angelangt Follow the Sign. Lassen Halloween das Keep of the Seven Keys Part 1 Album ausklingen. Das war es ja schon mit meiner Albumvorstellung. Das war Keep of the Seven Keys Part 1 von Halloween aus dem Jahre 1987. Ja, jetzt hätte mich sehr interessieren, habt ihr das Album schon kennt? Ich hab's schon gekannt. Habe es gekannt, natürlich. Falls ihr es nicht kennt, hab's. Und jo, wie hat es euch gefallen? Unterhaltsamer, als befürchtet. In die Kommentare. Ob euch das Video generell gefallen hat. Soll ich in Zukunft öfters so Albumvorstellungen machen oder so ist lieber bleiben lassen? Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich extrem gefreuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Falls ihr es nicht schon da habt. Und vielleicht gibt es also ein bisschen herumzählen, dass es da diesen Humaldo gibt, der so. Ach Gott, Werbung, Gelaber, Gebettel. Bis zum nächsten Mal. Metal wieder. Metal, habe ich damals also auch schon gehabt. Ja. Oh, ja, und somit wäre ich fertig mit meinem ersten Reaction-Video.
Ja, das hat ja eigentlich eh gar nicht mal so weniger Spaß gemacht. Keine Ahnung, ob ich in Zukunft weiterhin Reaction-Videos machen werde zu anderen Themas. Schreibt es mal in die Kommentare unten, wie es ihr das findet. Aber in die Richtung nostalgische Videos, da möchte ich schon gell, einfach nur über meine herzensliebsten Alben und Bandprojekte reden. Das wär sehr cool. Vielleicht findet es ja in Zukunft da regelmäßig Platz auf dem Kanal da. Und wie gesagt, wenn euch das interessiert, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und das war es eigentlich auch schon wieder mit meinem ersten Humaldo Rockt Quatsch Video seit sehr, sehr langer Zeit. Ich habe vor, dass ich das jetzt wieder öfters mache, aber wahrscheinlich eher nicht wöchentlich, eher so wahrscheinlich zweiwöchentlich, dreiwöchentlich. Schaut einfach regelmäßig vorbei da auf meinem Kanal, auf Humaldo Rockt Tatzen abonnieren und vielleicht sogar auf die Glocke draufdrücken. Ihr kennt das Spiel und wenn es gerade nichts Neues gibt, könnt ihr ja öfters also mal in meine älteren Videos reinschauen. Ich habe da schon einen Rattenschwanz an Videos, die man nachholen kann, wie zum Beispiel ganz viele Videos von Konzerten, Events, Festivals, die gerade in dieser Konzert- und eventlosen Zeit, also in dieser Corona-Zeit, sicher recht unterhaltsam sind. Da habe ich schon einiges erlebt. Dann natürlich Albumvorstellungen. Ich präsentiere regelmäßig österreichische Bands und stelle die da meinem Publikum vor. Also da sind sich die Bands auch sehr gefreut drüber, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und wenn ihr ein bisschen über den Tellerrand hinüber schauen wollt, dann schaut auch auf meinem Zweitkanal auf Humaldo macht Videos. Da gibt es allgemeine Themen, Vlogs zu allgemeinen Themen, Katzen, Gaming, Nerd-Stuff und sogar einen Nerd-Medien-Podcast. Ja, dann möchte ich euch auch nicht mehr länger aufhalten und wünsche euch nur viel Spaß im Internet und ja, man sieht sich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Metal, Alter!